16 Bastiform mit Motrip und Vis-a-vis. Wir haben ein kleines weiteres Special mit dir geplant, nämlich ein Feature-Special. Oh, das könnte lang werden. Es gab ja tatsächlich in deiner Karriere dann doch die ein oder andere Zusammenarbeit mit dem ein oder anderen Künstler. Und wir haben uns gedacht, wir picken mal ein paar raus. Es sind natürlich noch viel, viel mehr. Aber wir sprechen mal über ein paar einzelne und vielleicht auch ein paar besondere. Sehr gerne. Wenn du jetzt also bei dem Wort Features deine erste Assoziation war, okay, da gibt es einige, hast du aber sofort irgendwie vielleicht so eins im Kopf oder so, wo du sagst, boah, das ist irgendwie war vielleicht auch für mich somit das Größte, das Besonderste? Das wäre echt unfair. Ich denke immer so an 4 bis 5, wenn ich diesen Gedanken gerade habe. Und es wäre unfair, einen hervorzuheben. Aber ich sage, ohne die anderen schmälern zu wollen, mit meinen Jugendhelden zu arbeiten, das war in jeglicher Hinsicht krass. Angeführt von Savas, Sido, Bushido, Azad, Sammy. Ich konnte das auf jeden Fall nicht fassen und nicht einordnen, warum die mit mir arbeiten. Das sind so die, zumindest wenn ich denke, Alter, wie konntest du mit denen schon, also das ist wirklich für mich selber manchmal irgendwie so unreal. Auch wenn es für andere ist ja nur ein Song, aber ich war wirklich ein riesengroßer Fan und bin stolz auf die Dinger. Aber ich sehe auch, wenn ich an Features denke, irgendwie Joker da ungefähr, ich weiß nicht warum hier. Ich sehe schon wie so ein, wirklich wie ein Zeitraffer. Also ich sehe gerade die John Bello-Zeit, ich war mit Oli Banjo viel im Studio und wir haben viel zusammen, also so, ich sehe viele Leute und ich will auch jetzt keinen vergessen, aber es wäre echt eine lange Liste, glaube ich, jeden aufzuzählen. Ich dachte mal, ich fange mal mit was relativ Aktuellem an, weil es eben auch ein aktuelles Thema ist. Genetik und du, das ist auch ein nettes Foto, also auch du bist da wieder, ist ein paar Jahre her, ne? Also da wieder super hübsch, ne? Unterwegs, die Frisur sitzt, ja. Ums Aussehen geht es ja Gott sei Dank nicht. Es geht ja darum, dass ihr auf jeden Fall schon mehrfach zusammengearbeitet habt. Und vielleicht sprechen wir mal über eine Zusammenarbeit eben auf dem letzten Genetik-Album, DNA. Das war ja schon für viele ein bisschen überraschend. Du hast mehr oder weniger gesungen da auf dem Outro. Es war sehr sphärisch, sehr melodisch, sehr besonders. Waren damals... Wack auch, findest du das? Ich fand es nicht wack. Ich glaube, es gab vielleicht Menschen, die fanden es wack, aber ich fand es nicht. Ich mag das ehrlich gesagt. Also. Ich fand es auch nicht wack und das ist auch die einzige Instanz, durch die es das schaffen muss. Aber natürlich Caruso und Sick hatten da wirklich mitzureden und also ich will ja nichts sagen, aber die haben sich Gesang von mir im Outro gewünscht und den haben sie bekommen. Das heißt, du wärst aber gar nicht auf die Idee gekommen? Also bei einer Genetikanfrage würde ich natürlich erstmal denken, gut, ich schreibe jetzt meinen Part, jetzt wird gerappt. Caruso meinte, ich wünsche mir explizit so deine gesungenen, ich glaube er hat es 50 Cent Hooks genannt. Er wollte das schon so und ich habe mich sehr gefreut. Hat mich natürlich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass er genau das will von mir und ich gerappe. Aber ja, so differenziere ich das gar nicht. Das ist für mich irgendwie auch nicht so viel anders als ein gerappter Text. Ist ja auch nicht richtig gesungen, ne? Ist ja so ein. Aber trotzdem, weil du auch gerade gesagt hast, wack, kostet das dann auch so ein bisschen Überwindung und ein bisschen Mut? Ich habe aus deiner Fragestellung rausgehört. Ne, ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, für mich ist das nicht so ein Unterschied. Ich habe in deiner Frage ein bisschen gehört, dass wohl irgendein ein oder andere das wohl... Nee, ich musste dabei ehrlich gesagt auch so ein bisschen an zum Beispiel Tua denken, der auch oft so ein bisschen sagt, so, okay, ich bin ein beschissener Sänger und von außen denken alle so, hä, du bist doch ein unfassbar guter Sänger. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das dann eben so ein schmaler Grat ist, wenn man selbst eigentlich ein krasser Rapper ist und nicht der allerbeste Sänger, das ist dann so ein bisschen... Tua ist im Vergleich zu mir wirklich ein super Sänger. Er hat dieses Lied bei euch gehabt auf 16 Bars... Ich kann es nie zitieren, weißt du, welches ich meine, wo er einfach nur singt, es ist unfassbar schön, also selten sowas auf Deutsch gehört überhaupt. Und da gibt es irgendwie einige. Er kann schon singen, er soll mal nichts tun. Er kann sehr gut singen, finde ich, aber ich mache es einfach gern. Ich habe nie behauptet, dass ich es gut mache, aber... Gibt es denn davon auch mehr zu hören auf dem neuen Album? Nicht mehr als sonst, wenn weniger als sonst, aber gibt es zu hören, auf jeden Fall. Hier und da wird gesungen. Um nochmal zu Genetik zurückzukommen, hast du dir das aktuelle Album angehört? Also zum größten Teil, offen gesagt. Nicht komplett, zum größten Teil. Ich feiere auch, glaube ich, jeden Song, den ich gehört habe. Ist sehr stark, auf jeden Fall. Ich mag die Jungs nebenbei auch sehr. Ich kenne halt die Jungs hinter der Maske und die sind nicht ansatzweise so unfreundlich, wie sie aussehen. Super Typen, wirklich. Beide, aber auch mit Sick habe ich auch eine andere Basis gehabt, weil mir ging es in der Zeit... nicht so gut. Vielleicht erinnerst du dich noch, das war die Phase, wo ich oft krank war. Ich glaube, das hast du damals auch mitbekommen. Sick hat so, hatte gute Tipps, sagen wir mal so. Sick hatte nice Tipps und ich hatte das Gefühl, die scheren sich wirklich um mich und ich schere mich auch wirklich um die No-Friseur. Und ja, ich mag die Jungs. Den kenne ich noch nicht. Ist der neu oder? Den habe ich gerade gefreestylt. Aber die sind echt
gute Jungs vom Herzen und auch musikalisch. Dann lass uns mal weitermachen mit einem anderen Feature. Da warst du, glaube ich, gerade sehr oft wahrscheinlich vorher im Solarium, ne? Ich bin jetzt jahrelang oder echt locker 2 Jahre nicht mehr aufs Solarium gegangen. Und da scheinbar schon noch. Oder ich war im Urlaub vorher. Es sieht echt ein bisschen nach Solarium aus. Also ich meine, ich war jetzt gerade im Urlaub, aber das sieht, also komm. Sind wir mal ehrlich, sorry Sigi, aber er ist auch blass. Obwohl, ne, ganz ehrlich, wo ich gerade gucke, er ist brauner als sonst sogar, ehrlich gesagt. Er ist ein bisschen rötlich. Ja. Guck mal, sein Arm ist voll braun und seine Hand ist voll weiß. Aber das glaube ich nur, das ist der Blitz. Also, ich weiß auch noch genau, wo das war. Da war der Roberto, der gerade noch da vorne saß mit mir. Da war Playboy 51 angesagt. Hab Sido dann, glaube ich, kurz nach der Aufzeichnung der Folge da gesehen. Und ich glaube, da hatten wir noch nicht mal einen Song zusammen. Und also, ich stehe da so, als wäre das nichts für mich, aber ich stand da wie ein Groupie. Also was heißt, ich stand da wie ein Groupie? Vor allem, wirklich, ich will damit auch keinen anderen schmälern, aber vor allem Sido ist heute auf dem Weg, den ich mir und auch für jeden Rapper einfach, den man sich nur wünschen kann, nicht wirklich ein Image, sondern er kann einfach Musik machen und also ich finde freier als alle anderen. Und wie er es dann auch noch macht, auf den Punkt, das sind echt keine falschen Props, sondern also Sido wirklich 1A, also da kann man sich ein paar Scheiben von abschneiden, wie er an die Sache rangeht allgemein. Was sehr interessant ist an dir und Sido, ist, dass ihr komplett andere Herangehensweisen habt an Songwriting und an Songs produzieren und schreiben. Darüber hattet ihr dann auch bei Wir jetzt gesprochen. Sido hat gesagt, er fängt morgens mit einem Konzept an und wenn bis abends dann nicht irgendwie großartig sich was entwickelt hat, dann scheißt er drauf, dann schmeißt er das weg. Du hast gesagt, du bist zum Erbrechen teilweise, was im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fange 2012 an, wenn es 2014 immer noch lebt und ich immer noch was daran frickel, dann ist es gut. Aber es ist schon interessant, wie können dann zwei, die so unterschiedlich eben an Musik herangehen, dann auch so gut zusammenarbeiten? Ihr habt ja jetzt auch schon mehrfach irgendwie Songs zusammen gemacht. Worauf ich wirklich sehr stolz bin, ich freue mich sehr darüber, dass ich auf seine Rückendeckung zähle. Schwer jetzt zu vergleichen irgendwie, aber also Autos werden auch verschieden gebaut, am Ende rollen sie beide über die Straße. Also wahrscheinlich werden aber Autos voll gleich gebaut, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also darum geht es wahrscheinlich einfach nicht. Es geht um das, was hinten rauskommt, Toilette. Und ja. Ich glaube, darüber habe ich so noch nie nachgedacht. Ich war sehr beeindruckt von seinen Aussagen, dass er bis abends, also er meint es, glaube ich, überspitzt. Ich wette, wenn er einen Hit hat, schreibt er auch morgen noch weiter, weißt du. Aber so, weil ich dachte mir, Alter, so eine Songs, wie er sie macht, die macht er dann also immer an einem Tag am Stück. Weil ich bin echt so, ich schreibe einen Part, vielleicht eine Woche später den zweiten, vielleicht aber auch am selben Tag. Also das ist immer anders. So. Keine Ahnung, warum wir trotzdem zusammenarbeiten, weil es, glaube ich, einfach nicht darauf ankommt, wie die Sachen entstehen, sondern dass sie entstehen am Ende. Und ich glaube, er wusste auch nicht, wie lange ich brauche, weil ich habe da noch ein paar mehr Fetzen im Kopf und weiß nicht, ich meine. Er musste dann aber eben nicht 2 Jahre drauf warten. Nee, er musste auf gar keinen Fall 2 Jahre drauf warten. Also ich sag ehrlich, wenn ich Bock habe und das Thema oder die Sache an sich mich mitnimmt irgendwie, wenn ich brenne dafür, dann passiert es auch alleine. Man macht auch mal einen Gefallen, dann dauert es ein bisschen länger, weil man sich dazu zwingen muss. Aber man macht es trotzdem gerne, man muss sich zwingen, weißt du? Das ging echt von alleine und also Sigi ist einfach wirklich, wirklich, wirklich ein Top-Künstler. Also von dem, was er macht, finde ich es wirklich grandios. Und deswegen, dass er mich unterstützt, finde ich super. Was ja auch auffällt an ihm ist, dass er sehr entspannt so mit dieser ganzen Musik- und Rap-Geschichte umgeht. Also man hat das Gefühl, er lässt sich einfach nicht so krass aus der Ruhe bringen und nicht stressen. Ist es etwas, wo du vielleicht auch ein bisschen was von ihm lernen kannst oder konntest? So eine Scheibe müsste ich mir davon nehmen, auf jeden Fall. Es ist nicht so, als ob jetzt irgendwie Kommentare mich aus der Bahn werfen oder jetzt, wenn Rapper XY sagt, sein Album war wack, dass dann mein Herz bricht. Wirklich überhaupt nicht. Aber die Erwartungshaltung an mich selber und irgendwie, was ich denke, was andere von mir erwarten, das macht mich manchmal fertig. Also ich habe Songs wirklich weggeschmissen. Ich schwöre es, die anderen würden das aufs Album hauen. Ernsthaft, ganz klar. Aber mich stört dann eine Sache, das ganze Ding bricht auseinander. Ich bin da irgendwie ein bisschen anstrengend zu mir selber, ehrlich gesagt. Ich sollte mir, was Lockerheit angeht, und auch, es gibt so wacke Rapper, die so viel Selbstbewusstsein haben, also ich sollte mir ein Stück von den anderen da mal abschauen, einfach eingebildeter zu sein. Weißt du, ich bin einfach nicht so. Ich möchte auch einfach nicht so sein, aber man sollte manchmal, ehrlich gesagt, um sich durchzusetzen, trotzdem ein bisschen auf sich gucken. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Eingebildet sollst du ja nicht werden, aber zumindest kannst du schon in dich und deine Kunst vertrauen, ne? Und in dein Talent. Tue ich. Also auch nicht falsch verstehen. Ich sitze nicht zu Hause und denke, oh, du kannst nichts. Ich weiß ehrlich gesagt, was ich mache und ich sehe ja auch, was andere machen. Ich bin nicht blöd. Ich kann auch vergleichen. Ich sehe auch, wo ich mich besser finde, wo ich mich schlechter finde. Es ist einfach man selbst, ehrlich gesagt. Und ich bin mein größter Kritiker, sage ich dir. Und mein Umfeld sagt mir oft, das ist doch eine Single. Und bei mir ist er nicht mal auf dem Album, ich schwör's dir. Aber das ist ja auch eine gute Eigenschaft. Das treibt einen ja auch an. So, sonst stagnierst du halt vielleicht. Oder halt, also mich treibt es an, gebe ich dir recht. Nach außen wirkt es ja so, als wäre ich stehen geblieben. Dabei arbeite ich ja dann aggressiver als zuvor daran, dass ich es fertig oder anders hinkriege, wenn ich noch nicht zufrieden bin, weißt du? Also ich finde es auch völlig legitim, dass man mal 2 Jahre für ein Album braucht. So. Also nur weil andere alle 3 Monate ein Album rausbringen, muss es ja nicht bedeuten, dass man selber irgendwie, dass man das auch tun muss. Das sehe ich definitiv auch so und bitte lass mich dir sagen, ich habe nicht 3 Jahre an diesem Album gearbeitet. Ich habe circa 1 Jahr und 1 Monat, das weiß ich ungefähr, weil ich weiß, wann ich angefangen habe, habe ich daran überhaupt gearbeitet nur. Das heißt nur, ist lang genug, aber ich habe viel davor gemacht. Ich hatte, das heben wir uns, fällt mir gerade auf, noch fürs Album-Interview auf, aber... Ich will nur sagen, ich habe nicht 3 Jahre daran gearbeitet, sondern es ist viel passiert. Lass uns mal noch zum Schluss noch eine Frage zu Sido nochmal. Was mich interessieren würde, du hast ihm jetzt natürlich gerade schon viele Props gegeben. Sido ist ja auch bekannt dafür, dass er einfach ein sehr guter Songwriter ist, der sehr runde Songs machen kann, die einfach auch im Radio unglaublich gut funktionieren. Hast du so einen persönlichen Lieblingssong von Sido? Ja, aber das sind nicht die Radiosongs. Aber nicht, dass ich die schlecht finde. Also ich feiere auch das, wo andere sagen, das ist mir zu Kommerz. Weil das ist so eine Quatschaussage. Er macht, im Gegensatz zu den anderen Rappern im Radio, macht er mit Bilder im Kopf, wenn du mich fragst, ein ganz normales Rap-Lied und schafft es damit im Radio zu laufen. Es hätte genauso gut kein Hit werden können und auf seinem Album sein können. Es ist ein Hit und es ist nicht ein künstlicher Hit. Weißt du, es ist nicht dahingezimmert, wenn du mich fragst. Vielleicht haben die es auch so gemacht, aber... Haben die sogar, wenn ich mich recht entsinne. Also ich glaube, die wollten natürlich einen Hit damit haben, aber das klingt für mich nicht so künstlich auf Hit getrimmt. Das ist richtiger Hip-Hop im Radio und deswegen finde ich krass. Aber mich hat Maske so krass abgeholt damals und ich kann es bis heute auswendig. Also ich kann Maske dir jetzt zitieren, welchen Song, ey, gib mir das Mikro, man nennt mich Sido, ich weiß nicht genau, wie groß und weiß nicht, wie viel Kilo, aber ich habe das tot gefeiert. Und er wurde quasi immer besser vom Songwriting und trotzdem die alten Sachen haben schon so viel Gift und Power gehabt und die Stimme ist es auch und die Wortwahl, das hat mich einfach auch schon umgehauen. Aber natürlich, Songwriter-technisch wurde er stetig besser. Carmen, da hat man einfach gemerkt, egal wie er es macht, er macht es vernünftig und er macht es richtig. Und mein Blog, Alter, lass uns aufhören, Also wenn Sido das jetzt hört, dann wird ihm bestimmt auch ganz warm ums Herz. Ich hoffe, der glaubt mir, dass ich das tot ernst meine. Ich sag's auch oft vor anderen wirklich, also ich sag's besonders gerne, wenn keine Kamera läuft und nicht Sido daneben ist, weil es ist meine ernsthafte Meinung. Aber so, also mein Bruder weiß, wie gerne ich Sido höre. Meine Frau weiß auch, wir hören sehr viel Sido im Auto. Ich glaube, wir wissen es jetzt auch alle, definitiv. Also das hat man ja angemerkt. Ja. Dann kommen wir mal noch zu einem anderen, glaube ich, auch ziemlich guten Freund von dir. Mich den Herrn Ali Ass. Ali S. Du warst auf seiner letzten EP drauf, du warst auf dem oder bist auf dem aktuellen Album drauf zu hören, du hast auch mal mit ihm und deinem Bruder zusammen einen Song gemacht. Er ist auch auf meinem, zwar auf der EP, aber er ist definitiv auch auf meiner Platte drauf. Ali S. ist ja auch jemand, der auf jeden Fall bekannt dafür ist, dass er ein unglaubliches, der kann unglaubliche Punchlines bringen, der hat krasse Vergleiche, ja. Der ist auf jeden Fall auch ein Rap-Gott in irgendeiner Hinsicht, auch wenn er auf, was? Ich habe nur das Dach vor der Lage gesagt, weil das so gotteslästerisch klingt, aber ey. Ich darf sowas. Oder auch Eminem darf das auch, dann darfst du das auch. Für viele schwimmt er ja trotzdem immer so ein bisschen unterm Radar. Wenn du mit Ali zusammenarbeitest, ist es dann so, dass das irgendwie auch eine besondere Competition dann ist, weil man weiß, was da auch für ein begnadeter Techniker irgendwie hinter dem Mikrofon ist? Ich sag dir die Wahrheit. Ich habe Angst vor ihm, ich fürchte ihn. Nein, also ich will es nicht übertreiben. Glaube ich, mit 2, 3 anderen die absolute Spitze, die wir zu bieten haben. Ich kenne lyrisch, auch genreübergreifend, niemanden, der ihnen das Wasser reichen kann. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jeden kenne, aber die ich kenne, also Ali ist ein Phänomen, vor allem, weil er nicht 10-fach Platin ist mit dem Talent. Also ich finde, er ist jetzt auf dem besten Weg, auf dem er je war. Auch musikalisch, finde ich, hat er sich irgendwie gefunden. Ich glaube, du weißt, dass ich treffe dich dort von ihm. Also das hat einen ganzen Sommer von mir geprägt. Und jedes Lied, was er raushaut, egal wie deep oder undeep,
ist immer gesät oder gespickt mit so unmenschlich vielen und unmenschlichen Punchlines. Also ich würde sagen, was diese Punchline-Sache angeht, ist er mit Kollega so und ich weiß nicht, also dann nimmt sich mal pro Song und so, aber die sollten mal ein Kollabo-Album machen, anstatt mit mir zu reden darüber. Aber ich finde ihn wirklich, also A, großartig als Rapper, wirklich ein Lyricist vor dem Herrn. B, ich will jetzt nicht übertreiben, aber als ich motivationslos war und keinen Bock mehr hatte, Musik zu machen, ehrlich gesagt, aus verschiedensten Gründen. Lasst uns jetzt, vielleicht reden wir da später noch drüber. Also Ali ist einer meiner größten Befürworter so gewesen und hat auch die Initiative ergriffen und mir gesagt, ey, guck mal hier in München, da ist jemand, Elias, das ist ein cooler Typ, du kannst hier aufnehmen kommen, wenn du mal einen Tapetenwechsel brauchst. Also er hat mir auf jeden Fall auch so einen Klaps auf den Hintern gegeben, Klaps auf den Hintern. Und zwar hat er mir wirklich geholfen damit, also wirklich, ich danke ihm auch und ich sag dir das auch hier ins Gesicht, Ali. Also du bist mit der Grund, warum ich hier sitze, weil ich weiß nicht, wenn er mich nicht ins Studio nach München geholt hätte, einfach zeitlich gesehen, dann wäre ich jetzt einfach noch nicht fertig. So. Und, er hat dazu beigetragen, dass ich nochmal einfach Aachen verlassen habe, rausgegangen bin und nochmal was gemacht habe. Das heißt, es ist nicht nur ein Rap-Kollege, das ist tatsächlich wahrscheinlich ein richtig guter Freund. Ja, er sagt nicht so gern Brudi oder Bruder, er ist so der Brudingo-Typ und der Brü, der ist Kategorie Brü. Brü-Einheit sind wir auch, die sogenannte Brü-Einheit. Und also wirklich, werde ich jetzt halt noch oft sagen, weil natürlich arbeite ich in erster Linie mit Leuten, die ich mag, aber ich mag ihn so sehr und darüber hinaus ist er so talentiert wie kaum ein anderer. Also ihm gönne ich 50-fach Platin oder 51-fach. Also wenn der jetzt nicht weint, also dann weiß ich auch nicht. Ich sag dir ehrlich, er weiß das. Ich sitze mit ihm im Studio, er ist wie ich, er selber sieht sich nicht so. Zumindest sagt er das. Er so, ja, meinst du? Und ich sag, Dicker, ich sterbe bei jedem deiner Verses, hör auf, Alter. Also er weiß, wie ich von ihm denke. Lass uns ihn auch jetzt nicht so klein machen. Es läuft auch bei ihm, würde ich sagen, irgendwie besser als zuvor, als je zuvor. Er steht auch besser da und die Leute sehen jetzt alle, oh mein Gott, er ist krass. Ich glaube, sein Manko war früher ein bisschen die Thematik. Es war zu unnatürlich vielleicht, zu viel Party oder zu viel Marken, so, weißt du? Das hat er irgendwie nicht mehr so stark drin. Es ist viel ehrlicher und wenn Punchline, dann richtig einfach wegrasieren, also... Keine Ahnung, er weiß, was ich von ihm halte und ich wünsche ihm wirklich, dass er noch nach ganz, ganz, ganz oben kommt damit. Dann machen wir mal weiter. Du und Flair, ihr hattet auf jeden Fall eine glaube ich, lange und intensive Zeit, so rund um 2001. 2011, ja. Um Gottes Willen, 2000, ich bin gerade, 2001 warst du noch ein ganz kleiner Junge. Nee, also 2011 meine ich natürlich rund um Air Max Musik 2 und um Im Bus ganz hinten. Dann muss man sagen, haben sich die Wege so ein bisschen getrennt und da war die Stimmung auch nicht immer so super zwischen euch, aber ich glaube, seit kurzem hat sich das alles auch wieder so ein bisschen eingependelt, ne? Einfach nur aus dem Grund, dass es auch nie was gab. Guck mal, Flair ist anstrengend, das weiß er auch. Nicht, wenn man mit ihm alleine ist, ich mag ihn, weil ich weiß, wie er ist, wenn man mit ihm alleine ist. Das sage ich dir ehrlich. Er kann anstrengend sein in der Gruppe, finde ich. Er soll mich korrigieren, wenn er es anders sieht. Aber es war irgendwann einfach, ehrlich gesagt, ey, soll ich mir das antun, quasi mich anschnauzen zu lassen? Irgendwas, also, das habe ich so gesehen, das will ich nicht übertreiben, aber das hat sich nicht nötig. So. Ich mag ihn wirklich, weil ich kenne irgendwie seine Intention, ob er das will oder nicht. Ich weiß, dass er nicht, der ist nicht so böse. Und ich glaube, er wollte mir auch nie was Böses, so, hat mir auch nie was richtig Böses getan, weißt du? Deswegen, ich kann nicht so viel Negatives über ihn verlieren. Was er offiziell oder aktuell mit Farid und so, das interessiert mich alles gar nicht, das geht mich auch gar nichts an. Was er mit Zilla hatte, geht mich schon was an, fand ich auch übertrieben unnice, sein hier Sachen hochladen und so. Aber ich stelle das gerade mal außen vor, weil er fand bestimmt auch die ein oder anderen Sachen von irgendwem auch unnice. Das, ich sag dir, Flair... ist nicht so böse, beziehungsweise ist kein böser Typ, ist kein scheiß Kerl, so. Weiß manchmal, glaube ich, nicht besser, wie er Leuten seine Meinung sagt, sondern wenn du immer aggressiv bist oder schreist, natürlich kommst du bei normalen Menschen nicht so gut an. Und die sind vielleicht höchstens eingeschüchtert und wollen weg von dir, weißt du? Andere bieten dir Paroli, dann eskaliert's. Also wir standen einmal voreinander und haben uns so gepackt, aber es ist nichts passiert. Und ich habe auch, wie gesagt, jetzt im Nachhinein echt gar keinen Grund, da hinterher zu treten. Ich bin froh, wenn es bei ihm läuft, weil er hat, glaube ich, A, nicht viele andere Alternativen, weil er ist das, er ist Rap, so finde ich, und
Flair muss auch nicht der krasseste Techniker sein oder meine Sachen verstehen, damit ich ihm Props gebe. Er kann Mathematik haten, wie er will. Ich weiß auch, dass er es innerlich mag. Er kann auch erzählen, was er will. Er weiß, dass es krass ist und er feiert das auch, egal was er sagt. Aber was heißt, er feiert das? Also er weiß das, was da passiert. Es ist halt nicht sein Ding, das ist okay. Aber ich würde jetzt nicht hier sitzen und so schlecht über ihn reden, weil seine Musik ist auch nicht mein Ding. Aber er soll es machen. Ich zerreiße das jetzt nicht. Und ich glaube, dass nachdem es kurz geknallt ist bei ihm, bei Roos, nämlich im Interview, ich habe ihn einfach angeschrieben, öffentlich bei Twitter. Ich habe seine Antwort auch als positiv empfunden. Ich habe gar keinen Stress. So. Ich habe auch irgendwie gar keinen Wunsch, dass es ihm schlecht geht. Oder würde mir wünschen, dass er sich mit Zilla verträgt. Die kennen sich sehr lange. Ich glaube, die haben das so ein bisschen geklärt, aber vertragen ist anders. Sie sollen sich mal die Hand geben, richtig. Und gerade weil du jetzt auch nichts Negatives gesagt hast, fällt dir denn irgendeine positive Anekdote aus der Zeit ein? Irgendein besonders schönes Erlebnis mit Flair? Oh, es gibt viel. Also, mir fällt der Messertanz von Nick Warren ein. Ich grüße dich. viel. Also ich sag dir ehrlich, wenn du mit Flair alleine unterwegs bist, dann merkst du nicht viel davon, wie er über andere redet oder so. Weißt du, dann bist du einfach einen coolen Typen unterwegs, kannst Spaß haben und lachen. Ich weiß jetzt nicht, was das. Das Bescheuerste war, glaube ich, mal, dass er mir eine 4.000 Euro Philipp Plein Jacke gegeben hat, statt Kohle. Das fand ich lustig so. Ich hätte Kohle von ihm bekommen, ich habe eine fette Lederjacke bekommen. Das fällt mir jetzt gerade ein so. Ich bin, was Flair angeht, lass mich dir Folgendes noch sagen. Der ist sehr unvoreingenommen, auch wenn man denkt, er ist sehr voreingenommen. Dass er jetzt gerade mit PA zum Beispiel was macht, das spricht irgendwie dafür. Ich weiß, als ich zu ihm kam, ich habe sehr schnell für und mit ihm Sachen gemacht und wir kannten uns kaum. Er war direkt, okay, komm, wir drehen morgen ein Video. Okay, wir haben hier noch einen Remix, kannst du auf den einen remixen, such dir was aus, du kannst auf allem rappen, wo du willst. Komm, wir drehen übermorgen noch ein Video. Also er ist ein Macher und nicht so ein Schwätzer. Manchmal sollte man die trotzdem bremsen, also alle 6 Monate muss es nicht sein, finde ich, aber einmal im Jahr ein Album bringen ist auch nicht verwerflich. Jedem das Seine, ich finde, zu seiner Musik passt es, die braucht auch nicht länger, sind wir ehrlich, er weiß es ja auch. Ab dafür. Könntest du dir vorstellen, unter irgendwelchen Umständen heute nochmal mit Flair zusammenzuarbeiten? Auf jeden Fall, also unter irgendwelchen Umständen, wenn du so sagst, natürlich, irgendwelche Umstände wird es schon geben, wenn man mir eine Knarre ankommt, wenn er mich zwingt, dann werde ich es machen. Nee, aber ich sag dir ehrlich, das würde ich ja alles gerade nicht sagen. Ich weiß, bestimmt werden ein paar Leute enttäuscht sein, aber ich mag ihn wirklich. Und wir sind musikalisch nicht auf einer Wellenlänge. Also ohne ihn zu dissen. Ich finde, das kommt an das, was ich mache, nicht ran. Und damit will ich ihn nicht schlecht reden, sondern das ist viel leichter und viel simpler und viel plumper auch manchmal. Und viel beleidigender und aggressiver auch. Deswegen, es gibt viele Punkte, die dagegen sprechen, aber ich bin mir absolut sicher, wenn wir beide wollen, können wir einen Song machen, wo wir beide uns wieder wohlfühlen drauf. Und habe ich damals auch gerne gemacht. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, ja, ich habe das nur mit Flair gemacht, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich war froh, ich fand auch Flair als Jugendlicher cool und ich war froh, dass er mich so cool fand, dass er sagt, komm hier, mach alles, was du willst bei mir. Das Uncoolste, was zwischen uns passiert ist, nur damit das mal ganz klar ist, damit es jeder weiß, der einzige Grund, warum Flair auf mich geschossen hat, und Flair soll das bitte, frag ihn das nächste Mal, er soll es zugeben, war, dass ich nicht bei ihm gesigned habe, sondern woanders hingegangen bin, zwar zu Juni. Er hat aber nicht in echt auf dich geschossen. Nein. Ich wollte dich nur mal nachfragen. Er ist erst auf mich geschossen. Nein, warum er mich öffentlich dann, ich glaube, beleidigt. Ich weiß, was er damals gesagt hat. Ich glaube, er hat mich öffentlich beleidigt. Das war nur, weil ich nicht bei ihm gesigned habe. Und ey, ganz ehrlich, was ist das für ein Vorwurf? Ich kam, um ihm zu helfen, habe es auch gemacht, habe auch Spaß dabei gehabt, habe es auch gerne gemacht. Aber kann es keinem Strick draus drehen, wenn er seine eigenen Pläne hat. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, das war das Einzige, was zwischen uns war. Danach hat er gehatet. Ein Stück weit kannst du es aber auch wieder als Kompliment auffassen, dass ihn das, glaube ich, einfach getroffen hat, dass er dich natürlich gerne als der Künstler, der du warst und bist, einfach in seinem Camp gehabt hätte, sowohl für seine Unterstützung als auch, weil er dich natürlich einfach gerne rausgebracht hätte. Ne? Ich weiß nicht, wie er im Nachhinein dazu stehen wird, was er sagt. Ich weiß, dass es so war. Ich weiß, dass er mich gerne gesagt hat. Zilla, also wir alle wissen das. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, Flair, ich will mit dir nicht. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, du bist einer der ersten von den Großen, der mir überhaupt so eine Möglichkeit gibt, zu releasen, sowas zu machen. Deswegen, ich bin ihm trotzdem dankbar, ist mir scheißegal. Ich bin zu Universal gegangen, es war definitiv der millionenmal bessere Schritt. Alles gut für mich, aber ich will keinen Streit mit dem haben, ohne Grund. Finde ich auch gut, dass du jetzt unabhängig davon, ob jetzt nun 10.000 andere Leute Flair hassen oder nicht, so, wenn du ihn nicht hast, dann muss man ja auch nicht so tun, als ob. Die hassen Flair auch nicht. Die spielen doch alle miteinander. Ein paar hassen Flair vielleicht da draußen, okay. Jeder hasst irgendwen.
paar spielen auch noch miteinander. Also ich meine jetzt auch gerade nicht Farid und ihn, was da geht, weiß ich, wie gesagt, das geht mich auch nichts an, aber also der beeft sich doch jeden Tag mit jemandem. Glaub mir, der hasst die Leute nicht alle. Also wenn er Sierra Kid beleidigt, muss ich auch lachen, aber der meint das doch nicht von Herzen böse, glaube ich. Also ich mag das, wenn er das mag. So ist er halt einfach, ne? Und entweder kommt man damit klar oder man kommt nicht damit klar. So, dann haben wir hier noch den Herrn Haftbefehl. Baba Haft. Du warst jetzt drauf auf dem Remix zu, warte, ich habe gerade den, wie heißt das? Seele, genau. Du wusstest auch nicht gerade mehr genau, was ich meine, oder? Doch, ich wusste nicht, ob du Russisch Roulette oder Seele sagst. Genau, ich meinte gerade Seele. War das jetzt irgendwie auch naheliegend, weil ihr beide irgendwie auf Universal, bei Universal gesigned seid, oder? Also ich meine, das müsstest du ihn mal fragen, wie er da auf mich kam. Ich glaube sogar, also er soll es vielleicht mal anders sagen, kann schon sein, dass diese Feature-Seite von seinem Album Universal einfach gesagt hat, nimm doch den. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, ich will Trip. Müsste man ihn mal fragen. Kanntet ihr euch aber vorher schon, also auch richtig und gut und... Ja, richtig gut jetzt nicht, aber wir haben uns öfters gesehen davor. Der kam coolerweise zu meinem ersten Frankfurt-Auftritt einfach vorbei mit Jello und Abdi. Am Ende war bei denen genauso viel los wie bei mir vor der Bühne, weil, obwohl die da nur standen. Also die waren da gerade auf Mega-Hype und kamen trotzdem einfach beim Konzert vorbei. Fand ich super. Wir haben viel geredet, waren, glaube ich, ein, zwei Mal feiern. Oder was heißt feiern? Bushido hatte, glaube ich, in Frankfurt einen Club-Auftritt. Ich war dabei und er kam auch. Da haben wir so auch zusammen mal einen Abend verbracht. Aber weder, dass ich auf seinem Album bin, war für mich Grund, ihn jetzt auf Mama zu holen. Noch, glaube ich, dass er das jetzt so empfunden hat. Ach so, er war auf meinem, jetzt komme ich auf sein. Wir hatten vor kurzem, um dir zu erklären, wie es passiert ist, Mama gab es schon lange in meinem Kopf. Den Song nicht, die Idee ja, ich treffe Haft keine zwei Wochen vor Albumabgabe beim Auftritt, vor nicht allzu langer Zeit. Wir reden, ich sage, wann kommt dein Album? Ich will das hören, ich warte darauf, wann kommt das? Ich sage, ja, bald, du fehlst halt noch und so. Ich so, Digga, ich bin der Erste, der das macht, du hast nichts gesagt und so. Also ich merke, okay, ganz ehrlich, eigentlich wollen wir beide einen Song machen, los geht's. Er sagt, melde dich mal die Tage, wenn du was machen willst. Ich habe ihn direkt mit Thema und Beat, oder erst Thema, er sagt, wow. Weil ich wusste nicht, was er sagt zu dem Thema. Er hätte auch sagen können, er sagt, echt, Mama? Also er ist auf dem Titeltrack, Mama, hat das Thema direkt abgefeiert und dann Gott sei Dank auch den Beat von David und Eli. Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ich habe den kleinsten Teil an dem Song. Aber ich wollte es genauso. Also ich hatte natürlich auch eine Hook, genau in seinem Schema. Ich wollte sie nicht. Ich wollte die Hook, wollte sein Part. Und die Hook, also wirklich, die ist Gänsehaut für mich. Die ist pure Emotion, ich fühle die bis in die Knochen. Und ich habe meiner Mutter den Song vorgespielt, so wie er ist, komplett. Und sie hat ihn gefühlt, kann ich dir sagen. Und man spürt, ob das echt ist oder nicht, finde ich. Und ich bin Haft sehr dankbar, dass er diesen Schritt mit mir gemacht hat, Mama zu machen. War mir wirklich sehr wichtig und... Das schweißt ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zusammen jetzt, oder? Wann kommt das raus? Das hier, vorm Album, ne? Ja, natürlich vorm Album, das Interview meine ich. Weil wir wollen eigentlich ein Video drehen, aber das ist A, nicht in Stein gemeißelt und B, ist es noch nicht abgedreht und soll es eigentlich noch nicht an die Öffentlichkeit. Wir wollen dazu eigentlich auch einen Song drehen. Haft will nach Gaza fliegen mit mir, er meint das ernst. Ich habe ein bisschen Angst bekommen, als ich um 3 Uhr nachts diese SMS bekommen habe mit Bruder, Gaza, Ausrufezeichen. Wir haben viel geredet. Ich halte das nicht mal für so irre, aber ich weiß nicht, ob das das richtige Zeichen ist, nach Gaza zu fliegen und dann nichts Besseres zu tun zu haben, als einen Song zu drehen, weißt du? Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde mir sehr wünschen, ich habe auch ein, zwei Ideen. Also unabhängig von Gaza und Israel, weil sein zweites Argument war, wir können ja israelische Seite. Also auf jeden Fall habe ich auch ein, zwei Ideen und finde, dass der Song ist absolut ein Video wert und bin auch wirklich froh, dass Haft das Thema, den Beat und auch von alleine quasi, ey, lass Video drehen. Weißt du, also bin ich froh, dass er das so gefühlt hat und mitgemacht hat, wirklich. Haft ist ja auch kein unumstrittener Rapper und gerade zu Beginn gab es ganz, ganz viele Leute, die irgendwie nicht so richtig drauf klarkamen, was er da eigentlich gemacht hat. Mittlerweile haben es, glaube ich, schon auch wirklich fast alle verstanden, dass das einfach jemand ist, der einen unglaublich besonderen und eigenen Stil auch hat, weil am Anfang hieß er immer, der kann nicht rappen. War das bei dir so, dass du von Anfang an darauf klargekommen bist, als du Haft zum ersten Mal gehört hast, oder musstest du dich auch erstmal daran gewöhnen, was der da macht? Zum Glück für ihn, sage ich jetzt mal, habe ich ihn mit seinem HDF kennengelernt und da war er in meinen Augen schon fresh.
ich weiß, dass er 5 Jahre davor schon gerappt hat. Ich habe die Sachen noch nie gehört. Ich weiß ja nicht, ob er da schon gut war. Sein, du bist nicht Buba, Bruder, oder? Buba, Buba, war das nicht so? Fand ich top, absolut. Und dann kam noch, was ist los, Mann? Das ist, dann kam noch hier, ich nehme dir alles weg mit euch schon. Also fast sogar für mich die beste Zeit gewesen. Bis zu Russisch Roulette dann jetzt, fand ich auch wirklich, also Lass die Affen aus dem Zoo ist, glaube ich, sein bester Song in meinen Augen. Ich liebe das und keine Ahnung, also ich fand ihn von Anfang an krass, aber wie gesagt, ich kenne jetzt nicht seine ersten Schritte. Was soll ich dir noch sagen? Also was wolltest du noch, ob ich ihn von Anfang an krass fand oder noch was? Nee, das hat die Frage eigentlich auch schon beantwortet. Ich fand ihn wirklich ziemlich gut von Anfang an und ob Leute, und mein Bruder auch, wir sind so uns meistens auch einig, was sowas angeht und das sagt viel, wenn mein Bruder einen auch direkt checkt. Aber ist jetzt nur für mich, aber ich weiß schon, dass er umstritten ist. Die einzigen Mails zu Features, die ich auch kriege, sind ehrlich gesagt Haftbefehl und Fabian Römer. Was ist da los? So, weißt du? Das ist für mich selbstverständlich und auch ganz legitim und ganz normal. Du hast es, glaube ich, schon gesehen, wer danach kommt, ne? Auch definitiv eine sehr wichtige Person in deiner Historie. Wenn du selber mal... Die wichtigste. Bevor ich das jetzt hier nochmal zusammenfasse, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz sagen, was würdest du selber, wenn du jetzt jemandem, der überhaupt gar keine Ahnung hast, erklären müsstest, was dieser Mann quasi für dich und deine Rap-Karriere oder vielleicht auch für dein eigenes Rap-Verständnis getan hat, wie würdest du das zusammenfassen? Also wenn mein Bruder mir nicht vorher überhaupt das Rappen schon nahegelegt hätte, hätte er mir das Rappen beigebracht. Aber ein bisschen die ersten Schritte habe ich schon an der Seite meines Bruders gemacht. Es war allerdings auch mein Bruder, der Kool Savas, der beste Tag meines Lebens, mit nach Hause gebracht hat. Also das ist irgendwie immer noch mein Bruder, also ist schuld. Aber ich habe auf diesem Album dann gelernt, wie man rappt. Ich habe gelernt, wie krass man sein kann mit deutscher Sprache. Ich habe locker 2 Jahre nichts anderes gehört mehr. Oder ich weiß nicht, also ob ich die Zeit falsch einschätze, aber ich glaube, ich habe noch länger nichts anderes mehr gehört. Was soll ich noch sagen? Ich kann bis heute, glaube ich, jedes Lied auf dem Album auswendig. Fast auch alle anderen Alben. Also ich glaube, ich kann fast alles. Jetzt die ganz neuen Sachen kann ich nicht auswendig, ehrlich gesagt. Die sind aber noch anspruchsvoller von der Technik geworden. Also die sind auch nicht mehr so leicht zu merken. Aber also was soll ich dir sagen? Das habe ich leider heute schon 2-mal beantwortet. Ich sage es dir trotzdem sehr gerne. Keiner hat mich so viel inspiriert, nicht mal ansatzweise. Keiner hat mich so früh gefördert, also er hat mich mit 15 oder 16 Jahren von Aachen nach Berlin geholt, hat mich mit auf Tour genommen, Songs gemacht, also in erster Linie Sinan natürlich, aber ich weiß, dass er der Motor hinter der Sache war. Er hat damals zu Dimi, der wiederum in Aachen wohnt und ein Verwandter von denen ist, gesagt, wer ist denn dieser Motrip da? Guck mal, Sinan ist nicht der einzige Jugendliche, der rappen kann. So hat er zu seinem Bruder gesagt, hä, weißt du, und hat die damit... Wo hat er denn aber überhaupt eigentlich was von dir gehört? Er hat ihm einfach sowas gezeigt, oder? Guck mal, Dimi hat in Aachen gewohnt oder wohnt immer noch in Aachen. Ich grüße dich, lange nicht mehr gesehen, Bruder. Ich hatte 3 Songs, hatte ich. Pimp mein Schwanz, der war auf Drop It Like It's Hard, Lern Türkisch, Lern Arabisch und Traumwelt, glaube ich. Ich will nicht lügen, ich glaube, das waren die 3 Songs. Die hat Dimi gehört, fand sie wohl gut, Sinan gezeigt oder Savas gezeigt und die haben sich dann halt gegenseitig das immer so vorgespielt, guck mal der oder guck mal dieser Verse von dem und dann hat er mich tatsächlich angerufen, der Dimi, und gesagt, hey, ich bin hier der Verwandte von Kool Savas, wir wollen dich nach Berlin mal holen. Ich habe es nicht geglaubt, habe aufgelegt, er hat wieder angerufen, er sagt, hey, ich bin es wirklich, leg nicht auf. Ich glaube, ich habe wieder aufgelegt, ich bin nicht ganz sicher, aber dann haben wir auf jeden Fall gesprochen und es war wahr. Ich bin nach Berlin mit meiner Freundin und war bei Savas zu Hause, kam nicht auf mein Leben klar. Mit Savas Eltern gechillt, wir haben uns super verstanden, sogar Savas Opa, vor ein paar Tagen wurde auf Twitter ein legendäres Bild gepostet, da sah ich auch wieder sehr gesund drauf aus, Savas allerdings auch. Ich weiß noch genau, wo das war, wie es da war, wo wir da waren, wie es da gerochen hat, also das war für mich wirklich prägend. Ich würde echt sicher heute hier nicht sitzen, wenn der das nicht gemacht hätte, weil... Ich bin mir auch sehr sicher, oder ich weiß es ja, ich kann es daran messen sogar. Joker hat mich angeschrieben wegen dem Beweis, Mammut-Remix. So haben ganz viele Dinge sich ergeben und den Grundstein hat er gelegt. Wer weiß, ob ich alleine Songs gemacht hätte, vielleicht hätte es ja auch trotzdem alles geklappt. Kann ich nicht wissen. Aber er hat mir so viel geholfen und er war so, auch wie ich eben zu Flair meinte, so, ja komm, wir machen einfach das. Er war so weit weg für mich, aber er hat mich so nah an ihn rangeholt. Komm, wir machen ein Album, komm mit auf meine Tour, komm, wir machen das. Ich war mit ihm auf so vielen Auftritten, das ist für mich immer noch surreal. Das,
ist einfach mein größtes Idol gewesen. Er hat mich entdeckt, wenn du so willst. Das war schon verrückt genug und dann auch noch wirklich gefördert und auch geistig gefordert. Also neben ihm Texte zu schreiben, ist auf jeden Fall was anderes, als alleine zu schreiben. Es gab einmal in unserem Leben sogar einen Song, ich sage jetzt nicht welchen, da habe ich ihm einen Part geschickt und er so, Bruder, ehrlich? Ich habe noch einen Part geschickt und er sagt, okay, bester von dir, den ich je gehört habe. Also er war wirklich eine wirkliche Motivation für mich, besser zu werden, weil ich wollte auch ihm zeigen, guck mal, ich bin auch krass, nimm mich mit, Digga, ich kann es auch. Weißt du? Aber bei all dem, was du da sagst, ist es ja dann eigentlich ziemlich traurig, so aus deiner Perspektive würde ich sagen, dass da offensichtlich kein Kontakt mehr herrscht und dass man irgendwie nicht mehr zusammenarbeitet. Kann man irgendwie zusammenfassen, ging das irgendwie von einem aus? Kann man irgendwem die Schuld dafür geben oder waren es die Umstände oder waren es vielleicht eure Künstler-Egos, eure Dickköpfe? Was hat dazu geführt, dass ihr einfach keinen Kontakt mehr habt? Lisa, ich sage das jetzt nicht, um über ihn herzuziehen, kein bisschen, sondern nur, um die Wahrheit zu sagen. Ich habe ihm auf keinen Fall etwas getan. Auf gar keinen Fall habe ich ihm was getan. Er hat mir auch nichts getan. Lass es erstmal festhalten. Er hat mich zu Tode gefördert und mir sehr geholfen. Sogar wenn er mich danach abgesägt hätte, mit einem Arschtritt weggeschickt hätte, hätte er mir immer noch geholfen. Also das will ich erstmal festhalten. Ich danke ihm, egal wie es gelaufen ist. Und ich danke ihm nicht, weil ich es so gehört, sondern weil ich ihm danke. Weil ich es wirklich so empfinde. Er hat mir unglaublich viel versprochen. Was heißt versprochen? Wir machen ein Kollabo-Album, hieß es ganz konkret, und wir machen eine Tour und dies und jenes. Ich wurde dann als Einziger, oder nicht als Einziger, das stimmt gar nicht, Cars auch, ich glaube noch ein paar andere auch, wurden von der John Bello Story 3 Tour einfach, also es hieß, wir machen Bootcamp, machen ein Mixtape, dann gehen wir zusammen auf Tour, und zwar alle. Wir haben uns so gefreut, also Olli Bonio, er ist Zeuge, er war die ganze Zeit dabei, was heißt er ist Zeuge, er war dabei, er weiß es, das stimmt. Dann hieß es kurz vor der Tour, Sinan hat ein Problem damit, wenn ich mitgehe, weil Leute in Berlin ihm sagen, wie, ein Aachener geht mit und dein eigener Bruder nimmt dich nicht mit. Er hat zwar wortwörtlich zu mir gesagt, Blut ist dicker als Wasser, ich hoffe, du verstehst das, es geht nicht um dich da, sondern ich kann das meinem Bruder nicht an. Ich habe gesagt, weißt du was, ich verstehe das. Ich bin auf diese Tour sogar noch als Gast gegangen. Ich stand in der Menge und habe zugeguckt, wie die meine, nicht meine Tracks rappen, aber die Parts, wo ich jetzt eigentlich dran wäre, einfach übersprungen werden. Also es war sehr, sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, weil das eigentlich keine echten Probleme im Leben sind. Das ist eine Lappalie von anderen. Ich hätte fast geheult in der Menge. Ich stand, habe die Songs gehört und musste einfach nur raus. Trotzdem war ich ihm nicht sauer. Es war vor Embryo. Ich wollte ihn unbedingt auf Embryo haben und dafür hatte ich sogar auch noch eine Zusage. Wir saßen sogar hier in Berlin beim Trip Hotel, das weiß ich noch ganz genau. Und wir haben sogar darüber geredet, wie der Song sein wird. Ja, wir beschreiben ein bisschen unseren Werdegang bis hier und wie das so gekommen ist. Ich sage, ey, danke, unbedingt. Das war unser allerletztes Gespräch. Danach habe ich ihn nie wieder an den Hörer bekommen. Und das nächste Telefonat, was wir hatten, da hat er mich erzürnt angerufen und mir mal die Meinung geblasen. No homo. Es war endlich da, endlich. Naja, ich bin gar nicht in dieser No-Homo-Fraktion. Ne? Ich finde es ehrlich gesagt nur lustig. Ich fand es aber schön, wie du es heute die ganze Zeit umschifft hast und immer schöne andere Worte gefunden hast. Ja, aber du hast schon gecheckt, dass sie immer Bezug hatten, ne, die Worte. Okay. Auf jeden Fall war dann, es gab noch ein, zwei Punkte, das habe ich aber eben bei Olli Rap.de gesagt. Ich hoffe, das nervt jetzt nicht, dass ich das einfach wiederhole, aber ich wollte auch Amar supporten, weil ich wurde gerade bei Universal gesigned. Ich hatte das Gefühl, boah, geil, ich habe jetzt voll viel Geld. Das habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, es war nicht so, aber ich dachte erstmal, geil, du bist jetzt reich, supporte zurück. Wem willst du helfen? Amar. Ich liebe Amar. Dann kam das, Amar wusste das sehr zu schätzen, hat sich sehr gefreut. Wir haben gar nichts gemacht, er hat gar nichts, er hat keine Sense, keine Lorbeeren, er brauchte gar nichts von mir. Aber er sagt, dass du das sagst und dass du mich anrufst und mir Hilfe, dankeschön. Und ich weiß auch, Amar ist ein sehr echter Typ, ich grüße ihn. aber Savas fand das nicht so nice. Glaube ich. Deswegen war er erzürnt, oder was? Nein, deswegen haben wir nicht Streit. Aber ich weiß auch, dass Savas, weil Amar hat mir selber gesagt, ey, Savas fand das nicht so nice. Und Savas hat mir selber gesagt, wie Amar, ich unterstütze ihn seit 10 Jahren, damit du ihn jetzt unterstützt, oder? Also es war eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt so, als ob es war nur nett gemeint und ich habe mir damit irgendwie ein Eigentor geschossen. Das war auch nicht der Grund. Ich habe von zwei Leuten im Nachhinein jetzt mit den Jahren mal gehört, was er ihnen gesagt hat, was das Problem wäre. Eins kann sein, dass es der Grund ist. Ich habe mit einem Medienteam, ich sage jetzt nicht wen, die kennst du auch, mal über ihn gesprochen. Da ging so ein Gerücht rum, dass er irgendwie nicht gesund wäre, aber jetzt nicht körperlich, irgendwas um Gottes Willen, sondern dass es ihm nicht so gut gehen würde. Und bei mir kam an, dass ich dieses Gerücht in die Welt gesetzt habe. Und das stimmt auf gar keinen Fall.
Das kam bei mir an, ich weiß sogar noch über wen, aber ey, ich sprühe kein Salz in die Wunde, aber ich habe dieses Gerücht niemals in die Welt gesagt. Ich kannte ihn da gar nicht mehr. Ich hatte ja schon 2 Jahre mindestens kein bisschen Kontakt mit ihm. Deswegen, das ist Quatsch, ehrlich gesagt. Und was wurde mir heute noch erzählt? Was war denn der andere Grund? Warte kurz, gib mir die Sekunde. Also ich weiß, ob ihr Pause machen wollt. Ich will das jetzt auf den Punkt bringen. Dann trinke ich einen Schluck. Ah, ja doch, trink ruhig, aber dass ich so viel mit anderen gemacht hätte, das kam heute zu mir. Und dazu muss ich dir auch sagen, das hat erst begonnen, nachdem ich da schon außen, also vor die Tür getreten wurde. Ich will ihm nicht zu nahe treten, vielleicht ist es auch Quatsch, dass das zu mir kam, aber das stimmt nicht. Also ich habe mit niemandem was gemacht, ich kannte nur Joker zu dem Zeitpunkt, und das kann er nun wirklich nicht meinen, aber ich kannte nur Joker zu dem Zeitpunkt, glaube ich noch, sogar eher zu Ende unseres Verhältnisses von Savas und mir, Verhältnis nur Homo, ja, okay, jetzt auf, die Scheiße. Das ist nicht die Wahrheit, ehrlich gesagt. Ich habe nicht viele Features davor gehabt, überhaupt nicht. Nachdem ich vor die Tür getreten wurde, wenn du so willst, ich sag das, das klingt unhöflich, aber nachdem ich rausgebeten wurde, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr gemacht. Irgendwann bin ich mal, und auch ein Jahr später, ich brauchte erstmal wirklich eine Zeit, um mich zu regenerieren von diesem, ich habe ihn geliebt, ich wollte, dass er mein Album rausbringt, umsonst. Ich habe ihm Embryo angeboten, er sollte nur Kool Savas präsentiert stehen. Ich will keinen Cent, habe ich gesagt. Bring einfach nur das Album raus. Das war Kool Savas für mich. Also, ich hätte ihn weder jemals verraten, noch, also das kann nicht sein. Ich war sein blindester, treuster Soldat. Hätte er gesagt, spring da runter, das ist gut für deinen Flow, dann wäre ich da runtergesprungen, Alter. Weißt du? Das natürlich auch nicht gesund ist, ne? Also ja, ich sag, ich war wirklich ein Fan, nichts weiter. Ich war ein Fan, der das gehört hat. So. Und ich habe auch da Musik gemacht und er fand das cool, das freut mich ja. Aber ich will das nur, das ist einfach nur die Wahrheit. Alles andere wäre gelogen, weißt du? Hast du ihm das denn je nochmal versucht, so, genau so zu erklären? Wir haben leider keinen Kontakt. Also er hat mich geblockt. Ich wollte ihn anschreiben bei Twitter. Er hat mich geblockt. Irgendwo, ne, also ich rede jetzt einfach ganz aus meiner tiefsten Seele, aber natürlich habe ich meinen Stolz. Irgendwann, also ich denke mir oder habe mir die Jahre gedacht, ey, ich habe dir nichts getan, warum behandelst du mich so? Und ich habe wirklich gar nichts getan. Ich habe dir ein bisschen was, ich habe nichts gemacht, Alter. Ich war immer da, wenn du mich wolltest, also ich meine, er war auch für mich da, weißt du, das ist bei, aber ich habe dir nichts getan, Alter. Also das war ein bisschen irgendwann meine Trotzreaktion, aber ich sage schon seit 1-2 Jahren, ich würde nichts lieber machen, als mich mit ihm zu vertragen und am liebsten mit ihm Musik machen. Ich feiere den Tod, auch seine Art, sein Humor und so wie der ist, hat mich immer inspiriert. Also ich habe eine Zeit lang das gesagt, weil er das statt das gesagt hat. Weißt du, also so, keine Ahnung, es ist voll unnötig, es ist vollkommen traurig und eigentlich so mein größtes Wunschfeature ist da einfach in weite Ferne gerückt und ich hoffe, dass er das hört. Ich weiß nicht, ob er sich das zu Herzen nimmt, ich hoffe das und es gibt eigentlich keinen Grund für Streit und wenn, dann bin ich bereit, über alles zu reden. Und wenn ich etwas getan habe, wovon ich nichts weiß quasi, dann sag's mir, wenn das so ist, ich entschuldige mich dafür. Aber ich weiß von nichts, was ich ihm angetan habe. Und ich habe weder Features gehabt, noch ihm irgendwelche bescheuerten Sachen unterstellt, die ich leider auch gehört habe. Ich weiß, dass das rumerzählt wurde, aber ich habe das nicht erzählt. Ja, wäre auf jeden Fall sehr zu wünschen, dass du und ihr vielleicht irgendwann mal euer Gespräch bekommt, weil es klingt ja eigentlich tatsächlich so, als wenn irgendwelche Missverständnisse und irgendwelche Sachen dazu geführt haben. Also ich drücke dir da einfach in die Ansicht die Daumen. Ich habe dir das jetzt sehr detailliert erzählt, aber damit du einfach weißt, das alles war im Raum, mehr gibt es auch nicht. Ich kann es ja auch nachvollziehen, gerade wenn einem ein Menschen sowohl musikalisch als auch menschlich am Herzen gelegen hat und man sich selber nicht so richtig erklären kann, warum es zu Ende geht, dann ja, wäre es ja wirklich das Schönste, wenn man einfach mal drüber spricht. Und man ist ja dazu auch, ihr seid ja Menschen, die sprechen können und die auch emotional reflektiert sind, von daher... Ich glaube auch nicht, dass ihr mir den Tod wünscht oder so. Also vielleicht setzt ihn falsch ein, aber... Ich glaube, das ist vielleicht auch Savas größtes Problem, dass er halt wahrscheinlich schon einfach ein Dickkopf ist dann und auch dann sagt so, nee, er würde wahrscheinlich jetzt keinen Schritt so auf dich zumachen. Er ist ja halt auch nur mal, er ist ja King Kool Savas, da will man ja auch... Er ist ja trotzdem auch ein Mensch einfach. Ja, ein großer auch, also... Aber ich glaube, er will einfach nicht nachgeben. Vielleicht weiß er, okay, eigentlich hat er mir gar nichts gesagt, vielleicht denkt er aber ja, gerade ja, aber auch, was laberst du? Du hast mir voll viel getan. Dann könnte er es dir sagen. Das merkt ja keiner, wenn er mir entfolgt, wenn er mich entblockt. Er kann mir ja privat schreiben, vielleicht, er kann es auch lassen, vielleicht reagiert er auch gar nicht auf all das, aber es war übrigens auch kein Weckruf jetzt, sondern ich werde immer öfter gefragt und ich habe keine Lust mehr zu lügen oder ein Blatt vorm Mund zu nehmen. Es ist die Wahrheit so. Okay, nee, auf jeden Fall danke für deine Offenheit. Aber bevor das hier komplett den Rahmen sprengt und nur noch zu einem Wir reden über Savas Interview wird, lass uns doch noch
Ich hoffe, das geht jetzt nicht so traurig weiter. Nee, nein. Da haben wir hier. Da hast du auf jeden Fall eine wunderschöne Mütze auf. Bushido auch im Übrigen. Wenigstens auch, ne? Also, ich habe eben noch gesagt, wo hat er mich da reingeritten, aber er hat mitgespielt. Ich bin froh, sogar da drin zu sein. Ey, die Geschichte geht jetzt genauso weiter. Wollen wir jetzt ernsthaft weiter Lorbeeren verteilen? Also, Bushido, ich habe ihn sowas von gehört, natürlich in meiner Jugend. Elektro-Ghetto-Zeiten vor allem. Ich glaube, du hast auch schon mal in einem Interview ziemlich viele Lorbeeren auch über Bushido verteilt. Deswegen, wir können ja vielleicht mal die Lorbeeren überspringen und uns einfach darauf einigen. Das war auf jeden Fall auch eine wichtige Zeit für dich und ein wichtiger Künstler. Vielleicht kannst du mal sagen, was du von Bushido sowohl menschlich als auch musikalisch mitgenommen hast aus dieser Zeit. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, das habe ich irgendwie übernommen, das hat mir auch geholfen für meine eigene Karriere? Musikalisch höchstens Abgeklärtheit, weil ich glaube, er ist jetzt auch nicht so, dass er, weiß ich nicht, jetzt gerne so 15 gesungene Hooks hat, die dann andere Leute inspirieren sollen zu irgendwelchen tollen Gedanken, sondern er macht seine Musik ganz straight und das habe ich eher mir abkupfern können, quasi das straighte Durchziehen, so, was auch ein Flair an den Tag legt, so, das scheinen die beide irgendwo mit Löffeln gefressen zu haben. Ey, was soll ich jetzt zu Bushido sagen? Also, er ist für viele da draußen ein großes Idol gewesen. Natürlich habe ich jetzt eben schon gesagt, ey, Savage war mit Abstand mein Lieblingsrapper. Ist auch so. Und Sido macht auch trotzdem bis heute das beste Songwriting. Aber keiner stand so krass jemals da wie Bushido, weißt du? Und das hat er für sich vereinnahmt. Er macht auch in meinen Ohren immer sehr gut hörbare Musik. Es gibt ja Songs, die kannst du einfach hören und dabei was anderes machen. Das ist bei Deutschrap sehr selten. Er kann das, also seine Sachen kann man einfach im Hintergrund laufen lassen, ohne dass sie abfacken. Also man kann sie schon natürlich auch reinziehen, aber ich meine, das ist eine gute, obwohl es aggressiv ist, eine gechillte Musik irgendwie, finde ich. Weil er so entspannt und irgendwie so wie abgeklärt hat, weil er nicht sich so reinsteigert wie ich zum Beispiel oder andere, sondern er ist immer abgeklärt und entspannt, das finde ich gut. Nebenbei eher Zwischenmenschliches habe ich da gesehen. Also ich habe da halt den Bushido kennengelernt, den ich nie kannte, so. Also den ich nur vom Hören kannte. Er war fast, wie ich dachte sogar, so, also fast wie man ihn kennt, ist er eigentlich auch. Nur ich würde auch ihm sagen, einfach, dass wenn man privat mit ihm ist, auch einfach noch ein bisschen mehr Spaß auch mit ihm hat. Er ist ein sehr lustiger Typ, eigentlich sehr offen, behaupte ich, also privat. Ich habe über Gott und die Welt mit ihm geredet. Er zerreißt nicht die Leute einfach so, wie manch andere Kollegen, ehrlich gesagt, sondern ich würde fast sagen, der kann Leute auch feiern für etwas, was sie können. So. Und ich will diesen Satz gar nicht aussprechen, aber er ist halt Bushido auch nebenbei so. Also bei ihm ist viel auch die Person, die er ist, irgendwie das Krasse. So. Und er kommt tatsächlich in den Raum und hat eine Aura, die hat nicht jeder Rapper, so, weißt du? Die habe ich bei Haft wieder entdeckt vor kurzem, als er auf die Bühne kam. Da haben alle Leute einfach so geguckt, weil du einfach nicht anders kannst. So. Da kommt ein 2-Meter-Typ. Oh! Und nein. Hat, glaube ich, auch so eine Kategorie von Aura. Du hast ihm auch voll die, zu Recht hast du Khatar ein geiles Sprechen attestiert. Der redet so, so filmisch, ne? Wort wie aus der Pate herausgeschnitten und hingesetzt. So. Bei ihm mag ich nebenbei auch, mit ihm habe ich leider gar nichts zu tun, oder wir kennen uns leider noch gar nicht, aber bei ihm mag ich auch absolut, was er sagt, weil er macht Gangster-Rap, wie er sich gehört. Aber lass uns kurz bei Bushido bleiben, also, dass er einen Song mit mir gemacht hat, dass er meinen Bruder mit auf Tour genommen hat, von heute auf morgen, einfach so auf die ganze Tour, dass er mit Joker ein Video gedreht hat, das sind für uns Sachen, das ist nicht selbstverständlich. Was ich eben mit Flair gesagt habe, ist offen gesagt auch das einzige Problem, was unter uns war. Ich glaube, Bushido weiß, dass ich ihn feiere und der weiß, dass ich gerne mit ihm cool wäre. So. Und ich weiß nicht, ob ihm das voll egal ist, aber das Böseste, was wir uns halt auch erlaubt haben, war, unseren Weg doch alleine gehen zu wollen, weißt du? Und was heißt alleine? Ich wollte sogar, also wir hatten konkrete Gespräche von nächste Tour. Ich schwöre es dir, sogar CCN stand im Raum, auch wenn das für mich keine echte Option war, weil was soll ich in CCN machen mit ihm? Aber es war trotzdem eine krasse Ehre, das gefragt zu werden. Ein Album mit einer Gruppe, also die drei, die du auf dem wunderschönen Bild siehst, mein Bruder und Echo und Shindy, wir waren kurz davor, vielleicht auch uns alle zusammenzutun zu einer Gruppe, ist halt nicht passiert und deswegen gab es einen Knacks leider. Das allerletzte Mal habe ich ihn, glaube ich,
dann trotzdem im Positiven gesehen. Und wir haben auch noch ein, zweimal geschrieben. Also es gibt keinen Ärger, aber es gibt auch nicht den großen Draht. Und es ist leider nicht mehr, was es war, bevor wir gesagt haben, nein, ich bleibe bei Universal und ich gehe meinen Weg. Danach gab es halt einen Knacks, aber das, also... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Bushido hat ja auch im letzten Interview bei uns über dich gesprochen und da hat er eigentlich gesagt, dass der einzige Grund, warum ihr jetzt heute kein Feature mehr machen könnt, hat Universal, ist so, dass das dem im Wege stehen würde. Also ich würde nebenbei sofort ein Feature mit ihm machen. Ich hätte ihn sehr gerne auf dem Mama-Album gehabt. Ich weiß nicht, ob er mir das selber überhaupt glaubt, weil wir halt kaum Kontakt haben, aber ich hätte ihn unglaublich gerne drauf gehabt. Ich habe ja auch bei Snare Drum Ish Rap mitgewirkt auf seinem Album und er hat damals mir, ich weiß nicht mal, ob schwarz auf weiß, aber ins Gesicht, willst du irgendwas dafür? Ich so, nee, natürlich nicht. Er meinte, okay, aber auf jeden Fall ein Feature für dein Album ist safe. Für mich war Jackpot, wie geil ist das denn, Alter? Ich hätte es sehr gern wahrgenommen. Der Kontakt ist so, dass ich der Meinung bin, ich wusste nicht, ob er vielleicht sogar in mein Gesicht Nein gesagt hätte. Die haben ja auch nicht wenig zu tun, würde ich mal behaupten. Shindy läuft auch wie geschmiert. Ich glaube, die haben da genug eigene Sachen. Und ich hätte es trotzdem gern gehabt. Ich würde mich freuen, wenn ich Bushido mal wiedersehe. Ich grüße seine Familie, die ich kennengelernt habe, die alles nette Leute sind. Und ja, es ist irgendwo bei ihm auch auseinandergedriftet, ohne dass es Streitgründe gab. Er hat mich nie beleidigt oder ich ihn. Oder ich habe ihm nicht 5 Euro geklaut oder so, weißt du? Sondern das ist das Business, was... Leute, die eigentlich zusammen wollen, auseinandertreibt, so, wenn du mich fragst. Das ist ja dann auch einfach dieses Klassische, der eine will mehr von dem einen, als der andere dann in dem Moment geben will oder kann. Also ist ja dann... Ich will Universal nicht in den Rücken fallen. Wenn ich kein University gehabt hätte, dann hätte kein anderer mich bekommen. Wenn Bushido nach mir gefragt hätte, dann hätte ich aber ihm unterschrieben. Alles andere wäre gelogen, warum soll ich das tun? Also, aber ich hatte nur mal einen Deal und auch... gut mit mir arbeitende Menschen, Menschen, die es gut mit mir meinen und ernst meinen. Also nicht, dass er es nicht gut mit mir meint, aber weißt du, das wäre richtig ein Tritt ins Gesicht für alle gewesen. Und ich mag mein Umfeld, die arbeiten sehr gut an meiner Seite und ich finde auch sehr eng und deswegen nur. Aber es ist nicht so, als ob ich das nicht wollte, dass ich mir nicht gedacht habe, fuck ey, wieso geht nicht beides, weißt du? Ich wollte gerne mit auf Tour, wir hätten wahrscheinlich echt ein Album zusammen gemacht vielleicht und nee, das ist nicht so, als ob ich sowas nicht wollte. Ich meine, du siehst ja, wie glücklich ich auf diesem bescheuerten Bild aussehe. Aber nee, ehrlich, er war auch für uns was sehr Besonderes, ihn kennenzulernen, mit ihm im Studio zu sitzen, Songs zu machen. Wir saßen Wochen oder Monate lang zusammen im Studio und haben Sachen gemacht. Es hat viel Spaß gemacht. Ich durfte sein fettes Auto durch Berlin fahren, wurde dafür zwar auch angehatet, aber ey, es war eine unglaublich schöne Zeit und ich will das wirklich nicht missen müssen. Ja, wer weiß, vielleicht wird sich das ja auch irgendwann nochmal alles richtig klären. So, dann ganz zum Schluss jetzt, nachdem wir über viele Menschen gesprochen haben, ich glaube schon, also vielleicht kannst du es selber beantworten, aber es wirkt zumindest so, als wenn Zilla und Joker schon so die zwei, ja, vielleicht wichtigsten Freunde für dich sind, die du in diesem Rap-Game gefunden hast. Vielleicht kannst du auch erklären, woran das liegt, warum stimmt auch die Chemie zwischen euch dreien so gut? Auch die engsten Freunde. Joker ist... Also ich will damit Zilla jetzt nicht beleidigen, aber Joker ist wirklich sogar mein Bruder, würde ich sagen, weil ich rede mit ihm wirklich, wie ich mit meinem Bruder rede, sogar fast noch schlimmer. Also wir sind knalloffen zu ihm. Also wir sind einfach, wie wir sind und wir kennen uns, würde ich behaupten. Und Zilla, also es ist nicht anders mit Zilla, nur mit Joker war es schon ein bisschen vorher und es ist trotzdem, also in den langen Jahren jetzt schon, trotzdem einfach intensiver, weil wir die ganze Zeit zusammen auf Tour sind. Weißt du? Also bei jedem einzelnen Auftritt, den ich habe, ist ja Joker dabei. Zilla nicht, weißt du, der hat ja seine eigene Tour auch, nicht als Joker das nicht hätte, er hat seine eigenen Gigs, aber ich bin ja auch bei seinen immer dabei und wir sind halt immer zusammen auf der Bühne, deswegen gibt es da so gefühlt einen Unterschied, aber wie du uns da auf dem Ding siehst, so sehen wir uns, also nicht in Lederjacke und schießend, aber so in der Konstellation, also Zilla ist auch mein Bruder, bitte nicht falsch verstehen, ich sag nur, mit Joker habe ich den täglichen Kontakt auch einfach, also wir nerven uns auch manchmal, so, das gab es mit Zilla noch nie eigentlich. Joker ist der Grund, warum es uns in dieser Konstellation gibt, weil Joker mich angeschrieben hat, mir Props gegeben hat damals und sich treffen wollte und haben wir dann auch und dann meinte er, es gibt da diesen Godzilla aus Berlin, kennst du ihn? Ich kannte ihn, aber dachte, dass ich ihn nicht mag. Dann habe ich Songs gehört, dachte, ach so, doch, der ist krass und so und dann haben wir direkt sofort Songs gemacht. Zilla hat mich nach Berlin eingeladen, habe auch seine Family kennengelernt, also der hat da noch zu Hause gewohnt. Wirklich legendäre Zeiten, draußen im Auto sitzen, eine rauchen,
sage ich mal, und Musik machen. Im Auto reingehen, essen, pennen, danach wieder raus. Also es war irre. Kai, die schlimmste Sorge war, können wir die Snare noch ein bisschen lauter machen? Wir hatten keine Sorgen, wir hatten keine Probleme. Ja, das ist, wie Silla schon, wie ich im anderen Video meinte, es gehört zu den chilligsten Zeiten, an die ich mich erinnern kann. Es war sehr unbeschwert, wir hatten, wie gesagt, kaum Probleme, was dieses Business angeht. Und Silla war dann auch hier in Berlin mein, klingt pervers, aber mein Verteiler. Also er hatte mich bei sich, er hatte Kontakte zu allen. Okay, hier, Raff wird gerne was mit dir machen, hast du Bock, in die Schule zu gehen? Oder ey, Flizzy würde sich mal gerne mit dir treffen, über ein Album reden oder so. Also er hat mich hier in Berlin auch gut vorangebracht, Kontakte für mich geknüpft. Und ja, ich liebe die beiden Jungs von ganzem Herzen. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Musik in Zukunft machen. Und was ist denn aber mit der Musik, die ihr bislang zusammen gemacht habt? So ein schnelles Geldalbum würde ja sicherlich auch von den Fans aus den Händen gerissen werden. Aber irgendwie scheint da unveröffentlichtes Material noch und nöcher da zu sein, aber es kommt nicht. Also es gibt unveröffentlichtes Material, ungefähr das halbe schnelles Geldalbum nämlich. Die andere Hälfte wurde definitiv von uns allen schon zerrupft. Da brauchen wir gar nicht so zu tun. Also der ein oder andere schnelles Geld-Verse ist da draußen irgendwo gelandet, von uns allen. Aber es gibt auch noch ein paar Songs. Warum war das so? Boah, ehrlich, Wahrheit? Ich dachte, das auch irgendwie nur wegen Flair, ehrlich gesagt. Flair wollte das auf keinen Fall. Ich weiß nur nicht mehr, was das Alternativalbum war. Also Silla hatte irgendwas Solomäßiges in den Startlöchern. Er wollte aber unbedingt schnelles Geld jetzt machen. Und wir hätten das auch gemacht. Wir haben das Album ja schon gehabt. Also wir hatten die Platte ja schon so gut wie 90% wirklich. Flair war richtig krass dagegen, hat Silla wirklich Probleme bereitet. Also das ist jetzt nicht neuer Hate, den ich hier aufkochen will, sondern ich weiß noch, dass Silla zu uns meinte, Digga, Flair will mich das nicht machen lassen. So, ich soll mein eigenes Ding machen. Ey, wirklich kein Hate gegen Flair. Ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil wir haben uns so ein bisschen aufgespart, bis wir besser dastehen. Weißt du, wir waren alle noch grün unter den Ohren auch zu dem Zeitpunkt. Ich finde, wenn wir jetzt was machen würden, hätte das auf jeden Fall Hand und Fuß. Würden wir wahrscheinlich nicht nochmal verwerfen und auch von keinem mehr reinreden lassen. Aber man muss sagen, also Flair hatte Silla unter Vertrag. Es war auch Flairs Recht, zu sagen, nein, du musst jetzt ein Album machen oder so. Weiß aber heutzutage würden jetzt vertragliche Dinge niemandem mehr im Weg stehen, auch dir nicht jetzt durch Universal, oder? Ach, ich glaube nicht, dass das überhaupt möglich wäre, dass jemand Nein sagt, oder? Aber selbst wenn, also man kann über alles reden. Das Universal klingt immer so, als ob ich mit einem Gebäude verhandle. Da sitzen auch nur Menschen drin und die haben auch ein Herz im besten Fall. Verrückt, aber so wirklich, wenn man Universal sagt, denkt man auch immer einfach ans Gebäude erstmal, ne? Ich stehe vor dem Haus und sage dann, liebes Universal. Nein, man sitzt da mit Menschen, und mit Neffi und Max in dem Fall und Moritz. Aber Max und Moritz sage ich so ungern zusammen, ich warte immer ein bisschen, aber jetzt ist es zu spät. Ja, das sind Menschen, mit denen ich da rede. Das ist nichts anderes als ein Indie-Label, nur mit mehr Power. Also klar gibt es Unterschiede, aber das ist wie wenn du mit einem normalen Label, also das sind Menschen, mit denen du sprichst und ich glaube nicht, dass sie ein Problem damit hätten. Die lieben die Jungs auch nebenbei. Also Joker ist Neffis, die sind Buddies, so, und Silla war auch schon des Öfteren zu Gast bei uns. So. Und sehr, sehr gern gesehener Gast. Also vielleicht irgendwann doch noch ein schnelles Geld-Album von euch dreien. Ich sage aber, wie es ist, eventuell irgendwann und nicht so, wie Silla behauptet, so im Frühjahr nächsten Jahres, ist einfach nur gelogen. Also wenn, dann zusammensetzen und richtig machen. Ja, dann danke ich dir. Wir haben auf jeden Fall viel gesprochen. Es gab natürlich noch, wie gesagt, es gab Features mit, um es nicht zu vergessen, mit Sammy, mit Masimoto, mit jetzt aktuell mit Azad, mit Fabian Römer, mit boah, DCV, DNS und Echo und 100 anderen Leuten, aber ja, wir haben jetzt mal ein paar rausgesucht und danke auf jeden Fall für deine offenen, ehrlichen Worte. Gerne, sehr, sehr gerne, danke für das Gespräch. Wir laufen Richtung Lichtung der Sonne hinterher, wir folgen einem Fluss und später kommen wir ans Meer.